Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich die Neuzugänge aus dem Monat November für euch. Lustigerweise sind drei der Bücher, die erst im Dezember erscheinen. Eins davon wurde gerade heute geliefert, das erscheint morgen. Und zwei davon erscheinen tatsächlich erst Mitte Dezember, aber da es sich um Rezensionsexemplare handelt, habe ich sie jetzt schon bekommen. Aber das werde ich euch erzählen, wenn ich zu den Büchern komme. Ich würde sagen, wir starten mit den ersten beiden. Die sind nämlich von der gleichen, ich nenne es mal Autorin. Es ist nämlich ein bisschen was anderes als ein Buch. Es ist nämlich wieder ein Ausfüllbuch und da habe ich euch ja schon mehrere von Stay Inspired vorgestellt, beziehungsweise von der lieben Lisa Wirth. Ich muss jetzt gucken, dass es nicht spiegelt von der Softbox. Das ist das erste. Das ist quasi ein Yoga-, Fitness- und Ernährungstagebuch. Ich mache jetzt natürlich kein Yoga, aber ich möchte meine Ernährung ein bisschen tracken und dafür denke ich, dass das Buch sehr, sehr gut geeignet ist. Die Bücher wären vielleicht auch für Weihnachten eine ganz nette Idee, weil ich finde, dass solche, ich nenne es mal Mitmach-Ausfüllbücher, sich immer hervorragend eignen als Geschenk. Das nächste vielleicht sogar noch etwas mehr. Das ist nämlich der Familienplaner 2024. Ich habe sie jetzt beide noch nicht ausgepackt, sonst würde ich euch mal kurz zeigen, wie es innen aussieht. Oder wir machen den Familienplaner jetzt einfach mal auf. Wir sind jetzt mal richtig crazy unterwegs und machen den einfach mal live auf. Einfach nur, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze immer aussieht. Also Stay Inspired hat die Bücher immer sehr, sehr wunderschön designt, passend zum Äußeren. So sieht das Ganze von innen aus. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen drehen hier. Also so sieht das Ganze aus mit Wochenplan, Tagesplan und in der Regel sind auch immer noch so verschiedene, genau hier, verschiedene andere Designs mit drin. Da haben wir zum Beispiel eine Monatsansicht, wo ihr sehen könnt, oder wo ihr auf einen Blick sehen könnt, was in dem Monat so los ist. Die ganzen Feiertage sind auch eingetragen, für mich immer sehr gut. Hier gibt es so ein Aufräumen und Haushaltsplan. Punkt. Kontakte, Handynummern auch immer sehr gut. Stundenplan, wenn ihr Kids habt. Hier nochmal die ganzen Ferien und Feiertage. Also ich finde den Kalender richtig toll. Ich denke, der wird auch hier sehr, sehr oft zum Einsatz kommen. So, das war das. Die wollte ich euch trotzdem zeigen, auch wenn es keine Sub-Bücher sind oder keine normale Belletristik ist. Aber ich finde die Bücher einfach immer klasse und ja, das möchte ich auch gerne mit euch teilen. Machen wir nach diesem kurzen Ausflug aber jetzt direkt weiter mit den Büchern, die im November zum Lesen bei mir eingezogen sind. Und dann starten wir mit dem ersten, das hier oben drauf liegt. Oh, da liegt noch was drin. So, da war noch der Kassenbon drin. Court of the Moon von Lexi Ryan durfte hier einziehen. Das habe ich tatsächlich noch, obwohl es erst, oder obwohl es schon, ich glaube Anfang des Jahres erschienen ist. Ich muss mal gucken, ob hier ein Monat dabei steht. Nee, leider nicht. Nee, steht leider nicht dabei, wann es erschienen ist. Aber ich glaube, es ist irgendwann Anfang des Jahres erschienen. Warum habe ich es jetzt noch mit Farbschnitt ergattern können im Buchhandel? Das liegt einfach daran, dass ich in einem kleinen Dorf wohne oder in einer kleinen, kleinen Stadt wohne. Wir nennen es tatsächlich schon Stadt. Andere würden darüber lachen. Und wir haben zwei Buchhandlungen und ja, irgendwie haben wir oftmals das Glück, dass manche Bücher da noch mit Farbschnitt liegen, die eigentlich überall bei den großen Händlern wie Thalia und Hugendubel schon seit, keine Ahnung, Monaten nicht mehr mit Farbschnitt dort liegen. Aber wir haben das Glück, weil wir einfach so klein sind. Da liegt tatsächlich auch noch Kingdom of the Wicked 3 mit Farbschnitt. Da liebäugle ich auch noch damit, weil ich den dritten Band noch nicht habe und die ersten beide mit dem Originalfarbschnitt habe.
Aber darum soll es nicht gehen. Ich schweife mal wieder ab. Ich bin in Plauderlaune. Ja, Court of the Moon ist der zweite Band und auch der finale Band der Reihe. Und der erste hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Beim zweiten gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Deshalb warten wir mal ab. Wie immer im Neuzugänge-Video werde ich euch jetzt natürlich den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Also wenn ihr den ersten noch nicht gelesen habt, dann skippt einfach mal im Video weiter, bis ich das nächste Buch in die Höhe halte. Alles, was Bree zu wissen glaubte, hat sich in Schatten und Dunkelheit verloren. Sie ist zutiefst verletzt von Sebastians Verrat und wild entschlossen, ihre Stärke in sich selbst zu finden. Doch während am Hof des Mondes ein Bürgerkrieg tobt, weiß Bree weniger denn je, auf welcher Seite sie steht. Denn auch Finn hat ihr Vertrauen missbraucht. Nur eines wird immer deutlicher. Vor einer Prophezeiung kann man nicht davonlaufen. Bree muss sich ihr stellen. Und es ist nicht nur ihr eigenes Schicksal, das sie in Händen hält. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, ist von einer ganz, ganz lieben Autorenkollegin hier aus dem Saarland. Ich muss gerade nur lachen, weil ich die Szene schon mal gedreht habe oder gerade schon mal aufgesprochen habe und das Buch Tribute von Panem genannt habe. Aber es ist nicht die Tribute von Panem. Susan Collins wohnt nicht hier im Saarland. Es ist nämlich das Vermächtnis von Talbrem 3. Das ist der dritte Band der Talbrem-Reihe, wie der Name schon sagt. Meine lieben J.K. Blum, ich bin da ja im Blogger-Team und ich mag sie auch super, super gerne. Ich habe den Band als E-Book bereits gelesen, weil ich damals Band 1 von ihr bekommen habe und dann die Reihe als E-Book auch weitergeführt habe. Aber ich habe gesagt, ich muss sie mir so nach und nach hier ins Regal stellen. Trügerische Wahrheit heißt der dritte Band. Es ist eine ganz wundervolle Reihe. Jessie hat sogar die Hörbücher selbst eingesprochen. Sie hat sich daheim eine Einsprechstation gebaut. Ich weiß nicht, wie man das im Professionellen nennt. Eine Kabine gebaut mit Dämmung und mit allem und hat die Hörbücher für den Sternensand Verlag selbst eingesprochen, was sie echt richtig gut gemacht hat. Ich habe da auch sehr oft Hörproben bekommen, um zu schauen oder um meine Meinung kundzutun. Also ich bin da auch sehr stolz drauf, dass sie mich da immer so mit einbezieht. Das ist ja auch nicht gang und gäbe. Ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 3 vorlesen und ich sag's gerne nochmal. Schaut euch die Reihe unbedingt an, die ist richtig, richtig schön. Für Kira bricht eine Welt zusammen, als sie den bedeutsamsten Teil ihres Lebens verliert. Doch trotz der Hoffnungslosigkeit und der immer noch drohenden Gefahr gibt sie nicht auf. Gemeinsam mit ihrem Team und dem zwielichten Geschäftsmann Kian wagt sie sich in den Untergrund Talbrems, wo keinerlei Gesetze mehr gelten. Denn ihre größte Hoffnung ist es, herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, dass die Regentin ihnen stets einen Schritt voraus zu sein scheint. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, ist Falling Heart for the Royal Guard, eine königliche Liebeskomödie. Das ist ein Buch, das wird oder wollte ich eigentlich gerne noch beenden. Ich lese es nämlich gerade. Ich bin aber noch unschlüssig, ob ich es schaffe. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ja echt ein sehr, sehr dünnes Buch, aber es ist schon sehr dicht beschrieben und dafür, dass es eigentlich nur 380 Seiten hat und in diesem kleinen Format ist, es ist doch sehr zäh durchzukommen. Nicht von der Story her, sondern einfach, weil diese Seiten so eng bedruckt sind. Also den Zeilenabstand hätte man ein bisschen größer wählen können und ja, man hätte es einfach ein bisschen strecken können, aber dann wäre es wahrscheinlich zu dick geworden. Keine Ahnung. Ich finde es bis jetzt richtig gut. Alles Weitere erfahrt ihr im Lesemonat. Bin nur noch nicht ganz sicher, ob es der Lesemonat November sein wird oder doch der Lesemonat Dezember. Love is in the air. Maggie Moore lebt zwar in märchenhafter Umgebung im Tower von London, ist aber weit vom Status einer Prinzessin entfernt. Stattdessen verkauft sie Eintrittskarten an Touristen. Keine Spur vom edlen Ritter auf weißem Pferd. Ihre Freunde raten ihr zu Tinder, wo sie Schwindler aber nicht den richtigen trifft. Und als eine Begegnung auf spektakuläre Weise endet, gibt Maggie die Hoffnung fast schon ganz auf. Dann sieht sie Freddy von der königlichen Garde und spürt, dass sie die Liebe keineswegs abgeschrieben hat. Er könnte doch ihr persönlicher Royal Guard sein. Aber wie erregt man die Aufmerksamkeit von jemandem, dessen Job es ist, jegliche Ablenkung zu ignorieren? Das nächste Buch ist tatsächlich ganz ungewollt überraschend hier eingezogen.
es war auch nicht meine Schuld, dass es hier gelandet ist, sondern die einer lieben Freundin. Das habe ich euch ja letztens schon erzählt in einem Video, aber für alle, die das Video nicht gesehen haben, erzähle ich es gerne nochmal. Ich habe ein Paket von Chest of Fandoms bekommen und dachte so, was habe ich denn schon wieder bestellt? Bei Chest of Fandoms ist es ja oftmals so, dass die Bücher jetzt zum Vorbestellen da sind und dann steht aber da, werden erst im Februar versendet. Und ich dachte, ach, vielleicht ist das eins dieser Bücher. Und dann habe ich es ausgepackt und dachte so, hä, dieses Buch gibt es doch schon voll lange. Also das ist kein Buch, das ich irgendwie vorbestellt habe. Bin dann in mein Chest of Fandoms Konto rein, habe nichts gefunden. Bin in meine E-Mails rein, habe nichts gefunden. Hab dann überlegt, vielleicht habe ich es für Ivy vorbestellt, weil ich ja öfter für Ivy bestelle. Auch nichts. Nee, unseren ganzen Chatverlauf durchgeguckt. Ist nicht für Ivy. Und dann habe ich den Packzettel gefunden, wo einfach nur draufsteht, Versand per DHL, dieses Buch. Und oben stand ein Name drauf und ich dachte so, das ist doch meine Freundin, die das Buch zu ihrem Geburtstag im Oktober bekommen hat. Und dann hat es Klick gemacht. Ich habe ihr letztens meine Karte fürs Krimi-Dinner geschenkt, weil ich zu krank war, um hinzugehen. Und habe sie noch zum Essen eingeladen. Und sie meinte, ja, eigentlich hast du mir ja schon was geschenkt. Du hättest mich jetzt nicht zum Essen einladen müssen, weil ich ihr zum Geburtstag lieber Quality Time geschenkt habe. Ja, und dann ist die gut hingegangen, weil ich am Geburtstag gesagt habe, oh, das Buch hätte ich auch so gern. Und hat mir Silver in the Bone bei Chest of Fandoms mit dem Chest of Fandoms Farbschiff bestellt. Auch in diesem Video nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, das Buch klingt für mich super spannend. Alexandra Bracken habe ich tatsächlich auch gerade auf meiner Readlist für Dezember, weil ich da noch gerne Lore lesen würde. Sie hat schon super viele Bücher von ihr gelesen, also meine Freundin, und findet die auch richtig gut. Ich lasse mich überraschen. Lore wird jetzt der Vorreiter und dann lesen wir zusammen Silver in the Bone. Magie nimmt mehr, als sie gibt. Tamsin kann keine Magie sehen. Ein Makel innerhalb der Gilde der Hollower. Trotzdem jagt sie nach den legendären Artefakten, immer in der Hoffnung, einen magischen Gegenstand zu finden, der den Fluch ihres Bruders bricht. Als ein neuer Auftrag sie nach Avalon auf die Spur eines mächtigen Ringes führt, der ihren Bruder retten könnte, beginnt für Tamsin einen Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch andere Hollower sind hinter dem Ring her. Der arrogante Emrys ist der Letzte, mit dem Tamsin sich zusammentun möchte, aber er ist ihre einzige Chance, um den Ring zuerst zu erreichen. Doch auf Avalon liegt ebenfalls ein Fluch und Tamsin muss sich der Dunkelheit stellen, wenn sie nicht nur ihren Bruder retten will. Die nächsten beiden Bücher sind diese Woche zusammen bei mir erschienen, weil ich sie beide zusammen beim Verlag angefragt habe. Ich bin ja Teil der Kiss Crew und da dürfen wir uns quasi jedes Buch, das erscheint, auch als Rezensionsexemplar wünschen, was ich richtig, richtig klasse finde. Im Dezember am 12.12. erscheinen diese beiden. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe hier zwei Bücher, die erst im Dezember erscheinen, aber jetzt schon hier bei mir eingezogen sind im November. Das erste wäre von Kira Moon, Wir irgendwann. Es ist der zweite Teil ihrer Reihe. Ich kann heute nicht reden, es tut mir echt leid. Der zweite Teil ihrer Reihe und auch der finale Band, in der Geschichte geht es ja, oder in der Reihe geht es ja um eine Mutter-Tochter-Geschichte. Band 1 ist von der Tochter und ihrem Leben erzählt. Band 2 dreht sich dann mehr um die Mutter und was quasi nach Band 1 geschieht. Ich habe den ersten super gern gelesen, bin auch schon sehr gespannt und es ist auch ein Buch, das ist gar nicht so dick. 309 Seiten, also das ist sowas, das kann man einfach mal so zwischendurch wegsnacken. Und ja, dadurch, dass es halt kein Fantasy ist, finde ich persönlich, ist sowas immer sehr, sehr einfach, mal zwischendurch zu lesen, ohne das Buch jetzt ungelesen zu degradieren. Irgendwo in Schottland, irgendwann mit dir, ein schlechter Scherz. Das ist der erste Gedanke, der Emmeline durch den Kopf geht, als plötzlich eine junge Frau vor ihr steht und behauptet, ihre Tochter zu sein. Em hat keine Kinder, mehr noch, sie kann keine Kinder bekommen. Dieser dumme Scherz ist also alles andere als witzig, er ist grausam. Doch die junge Frau meint es ernst. Sie ist überzeugt, dass sie verwandt sind. Nach einer schockierenden Enthüllung beginnt so für M eine Reise in die Vergangenheit und zu einem Mann, an den sich nur ihr Herz erinnern kann. Und das zweite Buch, das aus dem Hause Kiss hier eingezogen ist. Wer hätte gedacht, dass dieses Buch hier einzieht? The Darkest Gold 4, die Kämpferin. Der vierte Band der The Darkest Gold Reihe.
macht auch wieder Sinn. Ja, wie ihr bereits in meinen ganzen Lesemonaten etc. gesehen habt, bin ich der Reihe absolut verfallen und musste auch tatsächlich Band 4 direkt, nachdem es hier eingezogen ist, schon starten, weil diese Reihe einfach so unfassbar gut ist und ich mich auf den Release von diesem Band schon so gefreut habe. Es hat insgesamt 789 Seiten. Bin mir jetzt unschlüssig, ob Band 3, kann es hinhalten? Ich glaube, Band 3 hatte weniger Seiten. Ich werde das kurz recherchieren, weil ich letztens mit der Anke von KISS geschrieben hatte und sie meinte bei Band 3 schon, ja, das ist unser dickstes Buch aller Zeiten. Und ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier vielleicht jetzt das dickste Buch aller Zeiten im Hause KISS ist. Also das hat 789 Seiten und der dritte Band, wenn ich ihn finde. Ich mache heute alles hier live. So, der dritte Band hat 656 Seiten, ja. Augenmaß und ich sind auch keine Freunde. Ja, also das ist das dickste Buch, das im Hause KISS erschienen ist. Und ich kann die Reihe wirklich nur jedem ans Herz legen. Wenn ihr keine Angst vor etwas Brutalität habt und ein paar Schockermomenten, dann werdet ihr diese Reihe als Fantasy-Fan lieben. Ich sag's euch. Ich wollte gerade sagen, ich schwör's euch, aber nein. Ich verspreche es euch. Meine Magie ist goldener Tod. König Midas hat mir alles genommen. Geblieben ist mir nur diese eine Sicherheit. Ich werde nie wieder zulassen, dass jemand so viel Macht über mich hat. Deshalb muss ich lernen, meine Magie zu kontrollieren. Ich muss lernen zu kämpfen. Und zwar so schnell wie möglich. Denn durch meinen Angriff auf Midas habe ich die anderen Monarchen gegen mich aufgebracht. Sie verlangen meine Auslieferung. Doch der mächtigste von ihnen steht auf meiner Seite. Er würde die Welt für mich in Brand setzen und ich für ihn. Und wenn uns das in den Augen der Welt zu den Bösen macht, dann lasst sie brennen. Ach, ich liebe es. Und dann kommen wir jetzt last but not least zu dem letzten Buch, das diesen Monat hier eingezogen ist. Es wird erst morgen am 1. Dezember erscheinen. Und Leute, ihr wisst, alle oder alle, die bei Bookstagram unterwegs sind oder in der Buchbubble unterwegs sind, wissen, was ein riesen Shitstorm Band 1 war für den DTV-Verlag. Und was für ein riesen Shitstorm dieser Band schon jetzt für den DTV-Verlag ist, weil super viele Vorbestellungen nicht lieferbar sind. Ich spreche natürlich von Iron Flame, der zweite Band der Fourth Wing Saga. Ich habe mir die Deluxe-Edition bestellt bei Amazon zuerst. Damals war noch nicht klar, dass diese zwei Editionen, also diese normale Edition und die Deluxe-Edition existieren wird, sondern damals hieß es einfach Iron Flame vorbestellen. Ich habe das gemacht, dann wurde released, dass das Buch in zwei Varianten erscheinen wird. Dann wurde meine Bestellung bei Amazon von Amazon storniert. Und im Endeffekt war es dann jetzt so, dass ich es die ganze Zeit vergessen habe, nochmal neu zu bestellen. Und es dann Anfang November, 2. oder 3. November, bei Thalia bestellt und auch bezahlt habe. Und heute ist es angekommen. Und das habe ich gerade eben mit meiner Freundin Annika, die mir das Buch von Alexandra Bracken geschenkt hat, gesprochen. Sie hat das Buch schon bei Release gefühlt vorbestellt, auch bei Thalia, auch schon bereits bezahlt. Und bei ihr kam jetzt eine E-Mail, dass es erst am 13.12. versendet wird. Und da stelle ich mir dann die Frage, was ist da los? Sollte man Bestellungen nicht chronologisch abarbeiten, so wie ich das zum Beispiel in meinem Shop auch tue? Die, die als erstes eingehen, werden zuerst bearbeitet und rausgeschickt und dann erst die, die später bestellt wurden. Wie kann es sein, dass ich, die gefühlt vor 3 Wochen oder 4 das Buch bestellt hat, es heute schon einen Tag vor Release in der Hand halte und andere, die es im August bestellt haben, einfach eine E-Mail bekommen, ja, es kommt erst Mitte des Monats bei euch an oder wird erst Mitte des Monats an euch versendet. Finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das wirklich vom Verlag aus geregelt wird oder ob das einfach nur ihre Lieferung, ihre Versandabteilung ist. Ich kann es euch nicht sagen, ob es der Lieferant ist, ob es der Verlag ist. I don't know.
Ich finde es auf jeden Fall richtig bescheuert. Das mit den zwei Editionen finde ich gut, weil viele wollen den Farbschnitt ja gar nicht haben. Und bei anderen, die ihn haben wollen, für die ist einfach gesichert, dass sie ihn auch bekommen werden und dass es keine limitierte Edition sein wird. Ich bin gespannt, wie sie es bei Crescent City 3 regeln und lösen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das Buch erscheint. Jetzt geht es erstmal um das hier. Ich liebe die Reihe. Band 1 war auch eins meiner Jahreshighlights. Und ja, jetzt werde ich euch erzählen, um was es in Band 2 geht, bevor ich hier noch in einer Schimpftirade ende. Violet steht vor der Entscheidung, ob sie ihre Ausbildung zur Drachenreiterin fortsetzen will und ob sie Xaedens Geheimnis bewahren kann. Immerhin hat der neue Vizekommandeur es zu seiner persönlichen Mission erklärt, Violet ganz genau zu demonstrieren, wie schwach sie wirklich ist, wenn sie ihr Wissen nicht preisgibt. Doch ein eiserner Überlebenswille allein wird nicht reichen, um dieses Jahr zu überstehen. Denn Violet kennt das Mysterium, das seit Jahrhunderten am tödlichen Beskyed War College gehütet wird. Und nicht einmal Drachenfeuer wird genug sein, um sie zu retten. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Monat November bei mir eingezogen sind. Ihr dürft mir jetzt gerne mal die Kommentare voll spammen, welche Bücher ihr im November gekauft habt. Und welches davon euch am meisten interessieren wird. Und natürlich dürft ihr mir auch die Meinung zu Fourth Wing bzw. zu Iron Flame kundtun. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich nämlich auch auf Instagram schon mit einigen am Diskutieren, seit ich das Buch in meiner Story hochgeladen habe. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal.